Jahrelang hatte sie sich außerhalb von Magdeburg versteckt, die Plastiksitzende mit Kugel. Jetzt ist sie wieder da und wir lüften ein wenig die Geheimnisse um das Kunstwerk. Dennoch, vieles liegt noch im Dunkeln. Die Plastiksitzende mit Kugel ist neben dem Eike von Repko-Denkmal das zweite in Magdeburg geschaffene Werk des Künstlers Hans Grimm. Sie stand etwa 40 Jahre lang auf dem Grundstück der Energieversorgung im Editerring. Darum wird die Plastik noch heute oft als Editer betitelt. Im Zuge von Umbauarbeit stellte die E.ON Avacon die heute unter Denkmalschutz stehende Plastik nach der Wende in Krottdorf auf. Im März dieses Jahres aber kehrte die Sitzende mit Kugel auf Initiative der Stadtführerin Christel Hörning und mit großer Unterstützung des ehemaligen Beigeordneten Werner Kaleschki nach Magdeburg zurück. Unterstützt wurde das Kulturbüro dabei vom Bauunternehmen Mattei und der Paul-Schuster GmbH. Ich freue mich, dass es dazu gekommen ist. Und dass es dazu gekommen ist, daran haben einige wesentlichen Anteil. Ich möchte Frau Christel Hörnig recht herzlich danken, dass sie die Initiative ergriffen hat und uns auch darauf aufmerksam gemacht hat und ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass heute dieser Termin zustande gekommen ist. Ich möchte Werner Kaleschki ebenso ganz, ganz herzlich Dank sagen, dem es auch ein großes Anliegen war. Du bist ja auch ein kommunaler Patriot, wie alle, die hier sind, dass, ich sag mal, Editha jetzt im Volksmund dazu, wieder hier in Magdeburg angekommen ist. Ich möchte an dieser Stelle auch mit dieser Theorie aufräumen, dass E.ON Avacon oder wer auch immer die Editha geklaut hat. Ich möchte persönlich aus der heutigen Sicht sagen, wenn E.ON Avacon die Editha nicht in Krottdorf stationiert hätte, würde sie heute auf irgendeiner Schutthalde liegen. So muss man das mal eindeutig definieren. Insofern geht E.ON Avacon auch der entsprechende Dank, den wir auch hier zum Ausdruck bringen möchten. Sie glauben gar nicht, wie viele Leute ich gefragt habe und wie viele Leute dann, nachdem es zum ersten Mal in der Zeitung war, auf mich einströmten und mir eine Fülle von Informationen zu dieser Plastik und zum Bildhauer Hans Grimm, von dem wir wirklich nur dieses bisschen Foto haben, wo er noch an der Arbeit zu Eike von Repko ist. Dass er eine Figur gemacht hat, die nicht an die Öffentlichkeit gegangen ist vor seinem Tode, denn er hat sich 1940 erschossen, hat seine Gründe. Und nach meiner Meinung hat er auch mit dieser Figur etwas ausgedrückt, was ihn zu seinem Selbstmord getrieben hat. Sie wurde nicht geliebt, sie wurde dann irgendwann auf den Hof gestellt. Irgendjemand hat vorher noch gesagt, sie steht am Editha-Ring vor diesem Haus, das ist Editha. Sie ist in keiner Weise, ich war, das nimmst du mir nicht übel, ne? Sie ist in keiner Weise mit unserer Königin Editha verwandt, verschwägert, noch nicht mal künstlerisch bekannt. Denn als sie da vor dem Hause stand, von Unbekannten her hingestellt. Es weiß bis heute niemand, wer sie dorthin gebracht hat. Die ganze Sache ist noch voller Rätsel. Die Belegschaft hat sich gewünscht für den Neubau einen schönen Brunnen mit einer Kugel und mit diesem Blitz drauf. Und stattdessen stand sie davor. Und da haben sie gesagt, nö, das ist ja eine aus der Nazi-Zeit. Die hat ja eine Frisur wie eine Frau aus den 30er Jahren, wie so eine BDM-Führerin. Wer das noch weiß, was das war. Als die Führerin des Bund Deutscher Mädels bei den Nazis, der BDM, als die ihre Zöpfe dann abschneiden konnten und sich so eine Frisur zulegen konnten, dann kriegen sie alle dieselbe. Das ging auch in die Bevölkerung nachher. Ich weiß das aus meiner Verwandtschaft. Ich stamme ja noch aus der Zeit. Aber eins will ich Ihnen sagen. Ich habe auch Magdeburger Künstler befragt und nicht zu wenig. Die haben alle gesagt, Hans Grimm, ja, das ist doch der mit Eike von Repko. Ja, aber wo ist denn der abgeblieben? Keine Ahnung, wir wissen nichts. Niemand in Magdeburg wusste etwas von diesem Bildhauer. Aufzeichnungen des Künstlers zur Idee und zum Titel dieser Skulptur aus Muschelkalkstein konnten bislang leider nicht gefunden werden. Ebenfalls noch unklar ist, wo die Plastik von vermutlich 1937 bis ca. 1950 stand. Hans Grimm wurde 1886 geboren. Ab 1933 lebte der Bildhauer und Architekt in Magdeburg. Hier schuf Grimm 1937 das Eike von Repko-Denkmal.
1940 beging er dann in Magdeburg Selbstmord.